Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omikron. Ich bin DSD Steve und euer Let's Play Retro. Unser Team hat sich in den letzten Parts wirklich extrem gemacht. Ja, Bim ist tot, aber alle anderen haben sich entwickelt. Eigentlich ist unser Team jetzt sogar schon ziemlich erwachsen, ne? Ja, alle Pokémon sind auf Max-Level, außer Bim. Aber gut, ist halt nicht Bim. Nicht auf Max-Level, sondern auf Max-Evolutionsstufe. Max-Evolutionsstufe, genau. Kabutops hat im Englischen denselben Namen wie im Deutschen. Verdammt. Ach, du hast keine AP mehr? Oh, stimmt, er kann gar nichts mehr, weil er keine AP mehr hat. Gar keine mehr hat. Verdammt. Ja, dann Visamon. Ich hätte ja vielleicht auch mal zwischen den Parts Tränke benutzen können. Ist jetzt doch gerade eben, als du im Menü warst, aber egal. Nein, ich meine, ich hätte auch einfach mal zum Pokémon Center gehen können. Oh oh. Ganz problematisch. Na, siehst du? Direkt aber auswechseln. Natürlich. Minus Speed und minus Accuracy, das ist schon doof. Super. Na, Junge, der Kühl. Na, toll. Ja, Sea Dark King. Genau. Das Schöne ist, jetzt können wir auch bald Staraptor wieder einsetzen, weil wir jetzt alles gleiche Level haben. Und Seedraking sieht noch genauso aus, wie wir es gewohnt sind. Und schau mal hier, wir sind auch nicht überlevelt. Der Beweis, der Gegner ist 37, verstehst du? Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, auch wenn gerade eben noch Level 32 Gegner da waren, ne? Ja, das Level schwankt hier irgendwie ziemlich stark. Tschüss, Aerodactyl. Gut, dass der kein Sturdy hat. Das wäre auch zu stark. Oma ist da. Was ist denn das? Keine Ahnung. Oh, my star! Oh Gott. Ach, der ist es. Der hat uns im Bloody Platin damals übelst erwischt. Wo wir auf der Regenroute waren. Ich erinnere mich daran, dass er auf einmal noch Super Speed hatte und plötzlich. Ja, und uns unser ganzes Team weggesweept hat, Mann. Das war so krass. Amoros ist aber eigentlich auch schon ganz cool, muss man schon sagen. Ist durchaus ein interessantes Pokémon, ja. Dragon Pulse, sehr schön. Siehst du, hab ich doch gesagt, wir können Windhose rausmachen, ist eh Quatsch. So. Dann kommt Headbutt raus. Genau. Sehr schön. Dragon Pulse. Und jetzt Bastiodon, ein weiteres Urzeit-Pokémon nehme ich an. Ja. Und wird der Surfer. Ein äußerst hässliches Urzeit-Pokémon noch dazu. Das finde ich sogar ganz cool, weil es halt aussieht wie ein Dinosaurier. Naja. Mit viel Fantasie. Nee, er sieht schon ganz klar aus wie die Dinosaurier, also wirklich ganz klar. Das soll ein Triceratops quasi sein, mit vorne halt noch Platte. Achso, alles klar. Na gut. Also das sehe ich jetzt tatsächlich mit dem Pokémon sogar recht eindeutig. Ich darf mich beschweren, also mache ich es auch. Oh Mann, ist unser Team gerade kaputt. Los, Kadabra, Teleport. Bitte. Team 87, Swagger. Sehr schön. Swagger Place. Können wir die Leute wegswaggern? Oh oh. Aha, ja. Gott, das. Oh, ich glaube, hier geht's regulär weiter. Ich denke auch, da geht's weiter. Nee, das ist was mir. Was hast du jetzt vor? Das, was Raditz am besten kann: Teleportieren. Genau. Aber ich denke echt, dass das ist der weiter Weg. Also. Immerhin haben wir ja dort eine Wegsperre, aber sollte man ruhig mal mit den Rüpeln sprechen. Ach stimmt, die Rübe gibt es ja auch noch, die da unten rumstehen. Mit denen haben wir ja gar nicht gesprochen. Richtig. Wir sind einfach nur weitergelaufen, weil die ohnehin nur rumstehen und sagen, hey, ihr dürft hier nicht lang. Oder Team Olympus sind die Besten. Ja, warum klatschen wir sie nicht einfach weg? Darmpuls auf den Trainer. Der geht schon weg. Na, guckst du noch gegen die Wand? Hier, kannst du meine Blondine sehen. Aha, aha. Na, bin ich geil, du kriegst mich nicht. Tschüss. Ich denke, du wärst doch ein bisschen zu jung für ihn. Ah, liegt ein Pokéball rum, ne? Na, gefällt das deinen Muskeln? Kriegst mich aber nicht. That you threw, ha! We'd only as you threw if Zeus himself gets defeated. Okay, das heißt also, wir müssen Zeus besiegen. Okay. Hier werden wir erst ganz, ganz spät im Spiel weiterkommen, ne? Mhm. Wenn wir Team Olympus besiegt haben, ne? Ja. Na gut.
Dann halt nicht. Dann gibt es nur noch diesen Weg hier. Oh oh. Er hat 5 Käfer? Naja, du weißt schon. Außerdem werden die Bugs in die Bugs anders geschrieben. Er hat ja schon mal einen Krokorock. Kann man schon fast mit C-Dranken drin bleiben, ne? Na, beim Aufwalten, jetzt ist wieder Level 33. Das ergibt keinen Sinn, oder? Also solche krassen Schwankungen finde ich schon ein bisschen heftig. Irgendwas ist hier falsch eingestellt wahrscheinlich. Also ich würde es in Ordnung finden, wenn innerhalb so einer Route das um 2 bis 3 Level oder so schwankt. Das ist schon in Ordnung. Aber 5, 6 Level... ist schon ein bisschen viel. Hör, jetzt hat er ja 36, ne? Ein Trainer. Mhm. Und es ist tot. Ja, dann sieht man mal weiter mit Citra King. Level 40, Staraptor-Level. Mhm. Und ein Hidu Queen, das kann er ruhig auch noch töten. Sehr schön. Ja, sollen wir ihn vorn lassen, oder? Weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken, was wir noch so alles im Team haben. Das ist jetzt Lucario. Ja, Lucario. Jetzt braucht er das Lucky Egg nicht mehr. Ja, und wer bekommt das dann? Gar keiner? Bim. Du verarschst mich, oder? So, dann kriegt der erstmal das. Genau. Den Black Belt. Genau. So einfach wird man in diesem Spiel zum Schwarzgurt. Ja, genau so. Ja, wir können natürlich auch theoretisch mal an den Trainer vorbeilaufen. Ja, aber wir wollen ja Kämpfe mitnehmen. Ja, trotzdem kann man stellenweise auch den Trainer vorbeilaufen, bis man in der nächsten Stadt ist. Und dann nochmal zurückgehen. Oder man lässt allgemein Trainer aus, wenn man keinen Bock hat zu kämpfen und zu leveln. Man kann doch mal versuchen, so Pokémon so unterlevelt wie möglich durchzuspielen. Ja. Wir versuchen Pokémon durchzuspielen, aber wir skippen so viele Trainer wie möglich. Wir skippen jeden Trainer, den wir skippen können. Das wird okay. Schon ziemlich hart, denke ich, oder? Und immer Schutz, wenn. Und immer auch Schutz sozusagen. So, dass selbstverständlich, selbstverständlich. Das heißt, du kämpfst auch nur damit gegen das, was du quasi vom Spiel. Was genau, was das Spiel vorsetzt sozusagen. Genau, und am Anfang kannst du natürlich noch keinen Schutz kaufen, ne? Die Gegner sollte man dann natürlich aber noch mitnehmen. Mhm. Man kann aber auch einfach fliehen. Irgendwie ist das Lucario besser als unser Lucario. Kann das sein? Das war super effektiv und sturdy knapp. Sehr schön. Gut, dass der Gegner keinen Quick Attack kann. Dann machen wir mal. Top-Genesung. Ein super Trank. Und, ein Paraheiler. Genau. Paralys Heal. Hast du ja 10 Stück am Start und noch nie einen benutzt in dem Spiel. Ja, da dürfen wir wahrscheinlich durch austauschen. Ich nehme mal die Geister-Pokémon. Pokémon, komm und schnapp sie dir. Ein Channeler mit Gutu. Oh Gott, was ist denn das für ein Vieh? 5. Gen Psycho-Pokémon. Oh Gott. Also, ich muss schon echt sagen, wenn meine Kinder in der heutigen Zeit mit Pokémon ankommen, hätte ich auch gesagt, lass den Scheiß sein. Wenn ich mir die Viecher so angucke, wow. Aber naja, wir kommen ja langsam auch in das Alter, wo wir selbst Eltern sein könnten. Ja. Wer weiß, was unsere Kinder dann irgendwann für komische Sachen ja, haben. Ja, wenn wir uns denken, bei uns war das damals noch nicht so. Wir haben nochmal Olympics angeschaut. Ja, bei uns haben damals alle Pokémon gespielt, aber sowas wie ihr hätten wir trotzdem nie gemacht. Ja, ich dachte jetzt auch schon, da kommen wir nicht. Später hin, genau. Wir kaxeln können wahrscheinlich. We need to find it. It's essential to our plans and could help us rule the world. Hey, das ist Gary. Mhm. Oh, it's Galaxia. Great timing, as always. Maybe we can ask them where it is. I mean, it's not like they will figure out our ultimate plan. I suppose you're right. Not my first choice, but seeing as we don't have any other options,
Yo, Galaxia, we're looking for the TM-87 Swagger. As if a nerd like you could ever find it, but we'll ask you anyway, lol. Oh man. Have you seen it? Yeah. No, I don't believe you. The true TM-87 would never show itself to the likes of you. If you really think you're the one destined to wield the TM-87, fight me in a battle to prove it. Bring it, a battle of the swags. Oh man, das ist meine Begründung. Das ist aber cool, weil ich das auf Eingangs meine TM gefunden hat. Das gab's auch noch nicht, oder? Aber selbstverständlich will er die TM Swagger haben. Ich meine, er hat den Swag. Und Private Jake hat mittlerweile auch schon 5 Pokémon. Und ein Klefki, wow. Und ein Klefki, wo hat er denn das her? Aus der neuen Welt wahrscheinlich. Dann mach mal Force Palm, oder? Mhm. Oh, er baut sich ein Substitut von sich selbst. The Substitute took the damage. Und es ist zerstört worden. Sehr gut. Und er macht wieder ein Substitut von sich selbst. Und das müssen wir wieder zerstören. Und das war es. Cool. Und er kann auch Donnerwelle. Bäh. Ja, so spielt man das viel leider. Okay. Es ist eine Fee-Stahl, nur so nebenbei. Ah, das ist klar. Ich hätte ja gesagt, so Geiststahl, aber okay. Ja, warum auch immer. Eine gute Fee, die einem die Schlüssel zurückblinkt. Oh. Ja. Vielleicht okay. Irgendeine japanische Legende, die hier im Deutschen. Oh mein Gott. Sie ist, vor allen Dingen, genauso sieht man das für übrigens. Sie haben mit. Ey, das ist wirklich halt ein Kompetitivbild. Was wir hier gerade sehen. Ah, ist doch schön. Mit Swagger ist irgendwie nur gebannt, das so zu spielen. Swagger plays, Swagger wurde gebannt. So ein Quatsch, ey. Die haben das einfach gebannt. Kann man nicht irgendwie sein Pokémon einfach zurückziehen? Gibt's das nicht mehr, oder? Ja, doch, kann man, und hast trotzdem gebannt. Und ja, ich sehe es so wie du. Auch wenn jetzt wahrscheinlich jemand in den Kommentaren schreiben wird, dass es gut so ist. Nein, ich find's nicht gut so. Schade, ich fand eigentlich Swagger ist eine coole Fähigkeit. Ja. Zu Virus kann man auch mit Swagger Play spielen. Agilität. Irgendwie will jeder aus unserem Team Agilität lernen, kann das sein? Ja, irgendwie schon. Brauchen wir das? Nee, auch immer auf so einem hohen Level. Das ist doch gemein, der wäre schon schnell. Croconaw. Er wechselt in das Elektro-Pokémon. Sein Wasser-Pokémon rein. Und ja. Warum hat er es noch nicht entwickelt? Das ist Level 37. Das ist eine ausgezeichnete Frage, Steve. Die kann ich dir nicht beantworten. Lyron. Ja, das war nicht die beste Wahl. Wow. Doch so viel? Doch so viel, siehst du ja. Ja, Surf. Machen wir es weg. Oh, ey, es ist so. Jedes dumme Gestein Pokémon kann Sturdy, aber wirklich jedes. Yeah. Wirklich, jedes Planet-Opfer kann mittlerweile Sturdy, das ist so witzig. Du verstehst jetzt, warum sie wirklich so nervig ist, warum sie einfach so nervt, ja? Boah, weil sie haben diese Attacke, diese Fähigkeit so gefühlt auf jedes Pokémon draufgepackt. Was ist denn das? Scraggy, das ist doch dieses Unlicht-Kampfi. Dass ich die Hosen anziehen muss, ne? Warum auch immer ein Pokémon Hosen trägt, aber... Ja. Manche Pokémon können das eben. Geh mir aus dem... Ja, das wird dir nicht aus der Sonne gehen, Steve. Dann stirbt's jetzt hier. Little Scraggy. Und tritt natürlich auch keiner Erfahrung. Victory Bell in Satzenia? Oder ist es immer noch Ultrigaria? Ich habe keine Ahnung. Schön, das müsste Satzenia sein. Los, Galvantula! Auch nicht. Los, Bim, Psi-Strahl! This battle is over! Ja, klar, muss noch ein Pokémon, das ist gleich tot. Psy-Beam! Oh, reicht schon mal für die Hälfte. Und, Utrigaria kann nur ab. Kann nur wachsen. Wow. Ey, das Krasse ist, ich hab's jetzt eigentlich nach dem Motto, so einmal pro Part muss ja Bim sterben. Ja, klar, aber. Wow. Satzenia ist halt echt der schlechteste Starter hier von den dreien gewesen. Ich habe keine Ahnung warum, aber. Ach, tot. Sehr schön. Und 2 Level-Ups. Ja. Vielleicht entwickelt sich ja Bim jetzt. No, my swag! I can't even beat the likes of you!
How am I going to find the TM-87? Lol, Jake, you lost! Oh Mann! Was denn, so rede ich doch auch ganz normal, oder? Ich immer so rum. Lol, 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 lol. Shut up, Galaxia must have cheated. I'll deal with you later, Galaxia. But congratulations to you, I guess. GZ. You beat the swaggiest leader of team. Also, normalerweise würde ich sagen, dass sowas gar nicht geht. Aber genau bei dem Charakter ist es sogar lustig, dass es so abgekürzt ist. Wie geht das bei dem Charakter? You beat the swaggiest leader of team, you lose swag. No, see you later. Or hopefully not. You lose swag out. Ich muss sagen, der Konkurrent gefällt mir. Weißt du, es ist an sich so stumpf. Es sieht aus, als würdest du da oben in eine neue Stadt oder in den Wald gehen. Ich würde vorschlagen, wir laufen einfach weiter. Route 313. Okay. Route 313 spielt wieder über den Bäumen. Oh, warte mal, warte mal. Guck mal, die Brücke ist so hoch, dass wir über den Bäumen sind und der angelt. Angler da, ja. Wow, okay. Der angelt da einfach mal so mit seiner 5 oder 6 Meter Angel ins Meer hinunter. So. Bist du jetzt noch BIM trainieren oder was? Vielleicht entwickelt sich ja noch per Level up und dann kann er doch im Team bleiben, oder was? So. Nehmen wir mal ein Lucky Egg. Oh Mann, ey. Ich bin ja mal gespannt, ob das gut geht. Das war auch geil. I can't catch anything. I will blame you for this. Ja, weil er nichts fangen kann, sind wir daran schuld, ne? Das hier sieht so billig aus, das versuchen wir mal. Ja, machen wir Psybeam. Das ist für mich auch so ein überflüssiges Pokémon. Wow. Der hat aber gute Verteidigungswerte, wie es aussieht. Ja, wechseln wir mal. Ich weiß auch gar nicht, woher das sein soll. Vierte, fünfte? Keine Ahnung, zweite oder dritte oder vierte. Nee, ja, ich glaube eher vierte. Jetzt in der vierten gab es ihn auf jeden Fall. Jetzt in der zweiten oder dritten wäre, dann würde ich es kennen. Also zweite ist es garantiert nicht. Ich dürfte es auch nicht, vielleicht ist es dritte, ich weiß es nicht. Dritte oder vierte. Du bei solchen Fischen, ich vergesse die immer. Die sind doch alle sehr austauschbar. Ja, ja, ja. So, in der ersten Gen gibt's gefühlt schon viel zu viele. Ein Gyarados. Gyarados gibt gute Erfahrung. Ah, ja, und wie wir auf jeden Fall dich töten können, ne? Mich langweilt schon, dass wir hier BIM trainieren, aber... Ich langweil's gerade überhaupt nicht, aber ich war jetzt das Wochenende über unterwegs und deswegen bin ich... Ich wollte rechtfertigen, warum du gähnst, auf ja? Auf jeden Fall noch ein bisschen fertig, ich weiß, das war jetzt gerade ein bisschen ungünstig, aber was soll ich machen? Mann, ist das so. Dann mal gucken, ob der Elektroball jetzt ausreicht, um Gyarados zu töten. Ja. Diese Donnerblitzschwäche ist halt schon echt nervig. Aber Gyarados. Das ist ja auch ein bisschen overlevelt, ne? Also. Und ein Slow King. Das ist Lasho King. Hm, genau. Und Slow Bro ist ja Lamus. Genau. Ich glaube, das war so der erste englische Name, den ich mir so also gemerkt habe, Slowbro. Ja, weil, der Name ist ja auch ziemlich gut. Ja, muss ich auch sagen. Slowbro ist so ein Name, der mir sehr gefällt. So, machen wir Elektroball. Und bist mittlerweile mit Galvantula zufrieden? Aber eigentlich hätten wir den auch mit dem anderen Ding angreifen, das ist wahrscheinlich nicht gefallen. Wahrscheinlich war das sogar besser. Ja, es war schon okay so. Das macht wahrscheinlich mehr Schaden, ne? Ja. Ich hätte Angst gehabt, dass es Gardevoir nicht überlebt. Und er ist ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir auf jeden Fall noch einen Kampf hier auf der Brücke. Ja, natürlich. Nehmen aber noch einen Super Potion. Für Kadabra. Ja, ich habe halt keine Ahnung. Wie sich entwickelt. Mittlerweile habe ich ja sogar schon angefangen, das Let's Play hochzuladen, ja. Oho, du meinst ja. Wahrscheinlich schon der erste Part oben? Ja, und was auch, nämlich schon was oben. Was da steht? Tja, das war ganz bescheuert. Ach komm, das gehört dazu, ja. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass Dodrio vielleicht schneller ist als wir. Ich hab's gehofft, dass das nicht der Fall ist. Zum Glück nicht. Staraptor. Ja, immer drinnen.
Denn das ist uns ja egal. Machen wir mit der Elektroball. Nicht Elektroball, Elektroball. Genau. Und vor allen Dingen, das Ball wird nur mit ein L geschrieben. Ja. Voltoball und Elektroball. Ja, das ist so. Ist so ja. So ein paar Rechtschreibungen von manchen Pokémon habe ich einfach gemerkt, weil sie so dumm sind. Zum Beispiel Macholo, also CH. Machomai, so mit CH. Aber Maschok. Mit SCH. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Wahrscheinlich habe ich jetzt total übersteuert, wie ich das gerade das C und S ja ausgesprochen habe. Tut mir leid, Leute. Ich glaube es nicht. Aber man wird wahrscheinlich das Atmen sehr stark dadurch hören, aber naja. Ja, und das ist ja irgendwie... Okay. Wie ist das so möglich, das so zu bauen? Oh, warte mal, ist das da oben? Wieso soll das nicht möglich sein? Ich frage mich eher, wie... Das sieht irgendwie so aus, als wäre das eine Ebene tiefer. Ja, es ist eine Ebene, wir gehen in die Treppe hoch. Das ist ja. Wir sind wilde Pokémon. Das ist allerdings ziemlich cool. Ja, das ist cool. Dann würde ich sagen, hier machen wir aber. Can't escape! Er hat uns gerade geheilt, oder? Was? Er hat uns gerade geheilt oder 2 KP auf jeden Fall nur abgezogen. Wir haben hier fast nichts gemacht, aber ja, du. Vor allem, er hat uns geheilt. Es ist Sarah zu Hause, sind wir jetzt irgendwie mehr. Nee, so ist es leider nicht. Ja, würde ich sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich war DC Steve und... Euer Let's Be Retro. Wir uns über einen netten Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö.